Heute würde ich für euch ein kleines Informationsvideo machen über Vancouver, was ihr an dem ersten Tag machen solltet, wenn ihr hier angekommen seid. Also, nach dem Intro geht's natürlich los. Bleibt dran, bis gleich. So, was macht ihr am besten, wenn ihr jetzt in Vancouver gelandet seid? Natürlich euer Gepäck schnappen und dann geht die Reise erst richtig los. Ihr habt ja die Wahl, wie in jeder anderen Stadt auch, öffentliche, Taxi oder vielleicht auch jemanden, der euch abholen kann. So drei Dinge vielleicht, die da eine Rolle spielen. Zuerst einmal bringt euch die Millennium Line vom Flughafen nach Downtown, nach Waterfront. Das ist dann quasi seid ihr genau im Zentrum von Vancouver und in der Nähe darum gibt es halt dann ganz viele Hostels. Nur so als kleine Randbemerkung erstmal. Aber zuerst empfehle ich euch, wenn ihr am Flughafen seid und euch entscheidet, mit den Öffentlichen zu fahren, geht zum Automaten, kauft euch die sogenannte Compass Card und die kostet ungefähr 6 Dollar und ihr spart auf das Ticket. Also ihr spart immer ein paar Dollar, aber auch für die Zeit, wo ihr in Vancouver seid, ist dieses Ticket ziemlich Gold wert. Weil wenn du jetzt nur in Zone 1 lebst, das heißt Downtown, dann gibt es Zone 2 Burnaby, wo ich gerade bin, und Zone 3 Surrey, glaube ich, und noch andere Ecken, Longley und was auch immer, weiß ich jetzt nicht, wie die alle heißen. Weil soweit bewege ich mich jetzt gerade nicht raus aus Vancouver. Und ich blende euch auf jeden Fall noch ein, oder ich blende euch jetzt hier ein, welche Zonen es gibt und welche Stadtteile oder Ecken halt quasi in dem British Columbia davon betroffen sind, von den jeweiligen von den Zonen, die man durchfahren kann. Natürlich sind auch alle Zonen mit unterschiedlichen Preisen belegt. Die günstigste ist natürlich Zone 1 und dann kommt die Zone 2 und Zone 3. Also für die erste Zone 2,40 Dollar und dann halt für die Zone 2 3,45 und für die Zone 3 4,50. Ich habe es gerade aus dem Handy abgelesen, aber ich blende euch das auch hier nochmal ein an der Stelle. Das sind so quasi die Preise, die man jetzt hier hat, die man in Vancouver zu zahlen hat für die Monatskarte. Man kann natürlich auch eine Monatskarte kaufen, die gibt es aber nicht gleitend. Also wenn du jetzt gerade mitten in dem Monat angekommen bist, dann kriegst du halt nur für die restliche Zeit die Monatskarte. Die gibt es nicht jetzt gleitende Karte wie zum Beispiel bei mir in Berlin, sondern die gibt nur vom Monat für Monat. Die liegt dann preislich für die Zone 1 bei 98 Dollar und Zone 2 bei 131 Dollar. Und dann geht es, glaube ich, für Zone 3 bei 166 Dollar oder sowas weiter. Ja, das war jetzt quasi so ein bisschen die kleine Übersicht über das Straßenverkehrsnetz. Die Taxis sind natürlich auch in Zonen eingeteilt, deswegen kannst du hier nicht abgezockt werden. Das kannst du auch direkt aber auch an der Tafel ablesen. Dann, wenn du dann am Taxistand stehst, da wirst du nämlich reingewunken, weil so. Entschuldigung. Also viele Leute warten, da stehst du ein, wirst dann eingegliedert und dann sagen sie, hier komm, steigen sie mal da ein, dann sagst du, wo du hin willst, dann guckst du, welche Zone das ist, das hast du gleich eine Tabelle vor Ort. Wenn du dich entscheidest, ein Taxi zu fahren, weil ich weiß, viele Menschen sparen gerne Geld, was das angeht. Es gibt auch Leute, die sind halt luxuriös und nehmen sich dann das Taxi. Ich gehöre nicht zu der Sorte eigentlich, aber ich habe es an den Tag gemacht, weil ich zu platt war, genervt, entnervt, kraftlos, müde. So all die Strapazen. Ja, das war jetzt quasi sozusagen zum Ankommen. Und jetzt würde ich sagen, mache ich weiter mit den Hostels. Ja, und zwar sind die Hostels, sind das einmal, ich lese mal wieder ab. Das Gambi Hostel in Gastown, das Summerson in Vancouver, also auch in Vancouver direkt, das High Vancouver Downtown Hostel, High Vancouver Central und CNN Backpackers Hostel. Das sind so die bekannten oder halt auch die schönen, sage ich mal, jetzt in der Ecke. Ich würde euch fernhalten von jeder Hostel oder Wohnungsmöglichkeit in East Hastings, wenn du nicht genau weißt, wo East Hastings ist und wo genau die Lage ist. Ich kann ja sagen, Richtung Chinatown East Hastings ist halt furchtbar. Ihr habt es in einem Video gesehen mit den ganzen Obdachlosen, die da gezeltet haben und. Auf den Straßen liegen Spritzenhüllen rum etc. Deswegen würde ich euch vermeiden, dort irgendwie die Ecke zu wohnen. Ich wohne zwar jetzt demnächst in East Hastings, aber ziemlich weit mehr Richtung außen und habe mir das auch alles in Ruhe angucken können. Da sind nicht die Obdachlosen. Aber wenn du von vornherein keine Ahnung hast,
würde ich die Straße zum Anfang einfach meiden und dann selber einfach rumschauen und gucken, dir die Stadt angucken und vielleicht findest du auch eine Ecke, die dir gefällt und wie auch in Hastings gibt es auch, Möglichkeiten, wo du halt auch leben kannst, wo es auch schön ist. Also bei mir da in der Ecke zum Beispiel, wo ich jetzt gerade bin, habe ich aber auch nur genommen die Wohnung. Ich war skeptisch, als ich mich da angemeldet habe wegen dem Zimmer, bin dann dahin und habe es angeschaut, aber war begeistert. Also die Ecke da war schöner. Alle meinten, oh nein, East Hastings, gehen wir da nicht hin, das ist schlecht und da, aber da die Ecke ist gut. Aber wie gesagt, wenn du da neu nach Vancouver kommst und die Stadt überhaupt nicht kennst, dann meide erstmal zum Anfang diese Ecke. Ja, nur so als kleiner Tipp, nicht, dass du eine böse Überraschung hast. Was gibt's noch Schönes, was ich euch noch erzählen kann über Vancouver, wenn ihr ankommt? Naja, dann je nachdem, wie viele Rücklagen ihr habt, wie viel ihr mitgenommen habt, könnt ihr euch entspannen. Noch ein paar Tage oder auch einen Monat, je nachdem. Ich kann euch sagen, das Geld geht schnell weg. Deswegen habe ich auch schon früher angefangen, mir einen Job zu suchen, weil das Geld verbrennst du hier ganz schnell. Es ist vergleichsweise günstiger, der Euro stark, aber es geht so viel einfach zack, zack weg. Die ganzen Tickets, die du dir kaufst, natürlich musst du dir noch Nahrung kaufen, dann gehst du mal vielleicht mal da zum Fastfood oder machst das und das und jenes, das läppert sich ganz schnell, weil du denkst, oh, ist günstig, kaufst du mal da ein und zack, 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 ist das immer ganz schnell weg. Kleine Überraschung so am Rande. Ja, was kann ich euch noch Schönes über Vancouver erzählen? Ja, du kannst mit der Fähre, stimmt, mit der Fähre kannst du von Waterfront rüberfahren zu North Vancouver. Dann fährst du quasi dann an der Brücke entlang und es gibt sogar Wasserflugzeuge, die bringen dich dann nochmal nach Vancouver Island. Aber da habe ich mich jetzt nicht genauer schlau gemacht, weil mich das gerade noch nicht so interessiert hat, weil das Wetter nicht dafür geil ist, um Fähre zu fahren oder halt auch mit dem Wasserflugzeug mal durch die Gegend zu tuckern. Vor allem nach Vancouver Island, das wäre eigentlich mal ein cooler Weg, dahin zu kommen. Das war's, das kleine Info-Video für euch ist fertig. Ich hoffe, es hat euch gereicht. Wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt oder irgendwelche Wünsche, lasst mich das wissen. Und ansonsten folgt doch einfach im Outro, was gleich jetzt hier nachkommt, den Anweisungen. Das wäre ganz nett, ich würde mich sehr freuen. Macht's gut, euer Bernd Kroate. Tschüss.